So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade mit Feuer und Schwert. Und wir haben das letzte Mal hier unsere, ja, Waffen hergestellt. Hier haben wir das handgemachte Breitschwert. Man wird sehen, es ist gar kein so großer Unterschied, aber ein kleiner ist es dann doch. Das hat nämlich... Geschwindigkeitswertung 97. Okay, das wusste ich nicht. Das hat zwar etwas geringeren Stoß, aber schwingen ist es deutlich schlechter als das schottische Breitschwert. Gut, hat jetzt ja nicht so viel gekostet. Nur 16.000, aber... das schottische Breitschwert ist tatsächlich besser. Einfach aufgrund des höheren Schwingwerts. Und Geschwindigkeitswertung ist halt auch höher und das deutlich. Ich meine, das hat 85, das hat 97. Okay, aber die Rüstung, die ist natürlich enorm gut, wenn man sich das mal anschaut. 58, 36, besser geht, glaube ich, nicht. Aber dafür brauchen wir eben Stärke 13. Also drei weitere Level hier und das kann dauern. Das kann dauern. Und naja, das brauchen wir dann auch, um die Zweihandschwerter zu schwingen. Aber das sollte auf alle Fälle das nächste Ziel sein, dass wir hier die nächsten drei Punkte auf Stärke hauen. Dann können wir das Breitschwert ja eigentlich einem Trupp mitgeben. Ja. Na gut. Für den Helm wird dasselbe gelten. Deswegen kaufe ich den jetzt mal noch nicht. Es gibt ja diesen vorhandenen Helm noch, den man kaufen kann. Den Bogen verkaufe ich jetzt auch. Auch. So. Tatsächlich ist das schottische Schwert wirklich besser, hätte ich nicht gedacht. Also haltet die Augen offen, schaut euch die Werte an, das wusste ich selber nicht. Aber es hat viel bessere Werte als das handgemachte Breitschwert. Das hier wird nachher unser großer Traum werden, so ein Zweihandschwert. Natürlich nicht rostig. Weil ich mich trotzdem freuen würde, wenn ich es jetzt schon schwingen könnte. Okay. Was noch was wir machen können. Ah, wir sind wieder. Wir haben die Quest vollendet, verwundet im Duell. Können wir sonst noch was hier machen? Akademie brauchen wir nicht. Was ich mir auf alle Fälle als nächstes bestellen werde, ist die doppelläufige niederländische Pistole. Die sind alle deutlich günstiger geworden. Ich meine, am Anfang hatten wir das sogar mal über 120.000 oder so dafür bezahlt. Jetzt sind es nur noch 70.000. Das hat aber auch sicherlich damit zu tun, dass ich die Stadt kontrolliere und gewisse Bonis daraus ziehe. So... Der Bode ist das Letzte, was wir noch brauchen. Dann genießen wir die Zeit des Friedens mal. Pleskow wird auch in unserem Besitz mit 13 Mann Garnison. Und Nava haben die auch zurückerobert. Sehr gut. Ist also alles wieder etwas geordneter jetzt hier. Ja, das Kraftgleichgewicht ist wieder so weit hergestellt. Boah, hier ist ja was los in der Taverne. Heben wir die Gläser auf Karl. So, Nava, es war auch schon länger wieder in dem Besitz. Bis wir da allerdings wieder Befehlshaber haben, das dauert. Briganten. Lumpiges Gesindel.
Oh, wir haben einen getroffen. Wer hätte das gedacht? Aber wir haben ja wenigstens ein Ziel vor Augen. Muss man ja trotzdem mal so sagen. Ich meine, diese 3 Punkte Stärke, die wir jetzt brauchen, das sind wahrscheinlich um die 50.000, 60.000 Erfahrung. Aber das ist machbar. Besser als 100.000, 200.000 Erfahrung. Und danach ist nochmal Wendigkeit einmal dran. Ne, zweimal müssen wir Wendigkeit dann noch skillen. Und dann, so gut es geht, Intelligenz. Ja. Aber wäre ja auch traurig, wenn alles von heute auf morgen erledigt wäre. Das Spiel soll dann ja auch eine gewisse Zeit fordern. So, dann erstmal mal automatisch. Wieder voll. So, mein Pferd hat ist immer noch bei voller Gesundheit, sehr schön. Da kommt ein Pole. Was denn? So was zu essen. Naja, mehr als 3-2 Fleisch würde ich niemals kaufen, weil das so schnell verschimmelt, das Zeug. So, hier bin ich auch sehr selten nur. Das habe ich auch. Kleines Stück besser ist es. So, es sind keine Rebellen. Kann man eigentlich bis hier hinreiten? Ich dachte, das ist ein Map-Fehler, oder? Ich will mal was testen. Kann man bis dorthin? Ja. Oder sieht die Krim wirklich so aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber nicht, dass die da so einen Streifen hat. Hallo. Was macht der Krieg? Wir haben 20 Streitmächte. Boah, der läuft aber echt gut für die Schweden. Also für meine Fraktion, ja. So, mal ein bisschen ausrauben. Irgendwie muss man ja an sein Geld kommen. Sehr gut.
Ostbreitschwert. Das schottische Breitschwert ist echt gut. Also, wenn wir da noch ein meisterhaftes schottisches Breitschwert irgendwo finden, was sehr, sehr selten sein sollte, dann wäre das doch optimal. So, ansonsten, wie sieht es mit der Kohle aus? Bald haben wir 2 Millionen. Das ist schön. Ordentlich Kohle. Was haben wir hier? Briganten, Banditen. Oh, ein Feldzug. Wo wurde er gesichtet? Ostrelka. Okay, dann wird Warschau belagert, dann ist der Feldzug dort. Dann wollen wir mal. Jetzt möchte ich mich auch gerne mal an so einem Feldzug beteiligen. Weil die Schweden gerade so erfolgreich sind, da will ich mir doch gerne ein bisschen was abschneiden. So, gerne ein paar Vorräte mitnehmen. Oh ja, hier ist eine große Schlacht. So, wir sind bereit, uns dem Ganzen anzuschließen. Und die Schlacht beginnt. Und wir nehmen teil. Oh, sogar 5 Leitern. Das erste Mal, dass ich jetzt in der Schlacht hier um Warschau dran teilnehme. Natürlich ziemlich viele Türme, die besetzt werden können. Verluste. Ah, sehr gut gemacht. Das ist doch da. Für eine deutsche Infanteriemusketier. Okay. Geht's ja irgendwo runter? Ne, hier nicht. Wo kommt man denn hier runter? Da hinten ist eine Treppe. Okay. Dann räumen wir erstmal den Turm hier auf. War hier schon jemand? Da wäre jetzt eine Granate natürlich absolut fantastisch. Ja, ein paar Granaten werde ich mir mal zulegen müssen. Könnten auch Belagerungen ein bisschen spannender werden. Weil so ist es immer nur abwarten und ja, schießen, abwarten. Wir müssten eigentlich noch Kugeln rumliegen, oder? So, jetzt sind wir durch. Kugeln. Ganz viele schottische Einheiten hier. Ja.
die so in den Pool gelaufen, dann kann man die ziemlich gut erwischen. Die hängen hier ein bisschen fest aktuell. Kugeln, Kugeln. Ah, hier waren Kugeln. Gut. Schützen schießen noch nicht. Hier hoch. Okay. Naja, aber bin ich ja ganz vorne. Ist ja auch eine gute Position hier. Jetzt fliege ich quasi. Ja, jetzt müssten wir eigentlich gleich durch sein. Da ist nur noch 5 Schuss. Los, Rinder. Rinder! Ja, sehr gut. Oh, hier ist ja ganz schön was los. Zu blocken. Das ist echt praktisch jetzt hier. Das war's, ne? Sehr schön. Warschau erobert. Das müsste mir richtig Erfahrung gebracht haben. Ja. 4000 fehlt nur noch. Das heißt, der fällt sogar noch und dann war es das fast. Oh, Lehmberg? Nee, oder? Gott sagen. Soll ich jetzt wohl nicht Lehmberg angreifen? So, wir nehmen alles, was wir verbringen, haben wir sowieso alles verloren. Also, für diese automatischen Schlachten ist das definitiv die beste Taktik. Wenn man zu faul ist, einige Schlachten zu schlagen, dann nimmt man einfach alles mit, dann kann es einem egal sein. Bei schwedischen Reitern tut das ein bisschen doller weh. Jetzt wirklich Lehmberg belagern? Nee, oder? Okay, das verstehe ich. 21 Mann sind hier in der Verteidigung. Das kann man definitiv machen. Oh, hier sind wir sogar in der Minderheit aktuell, oder? Und auch noch dazu? Ja, hier müssen wir kämpfen. Müssen wir sogar unterlegen. Na gut, die Infanterie geht mit. Die Infanterie kämpft. Aua. 45 Schaden. Eieiei. Das war eine Pistole von so einem polnischen Reiter.
Ich halte mich erstmal zurück. Aber ich muss auf jeden Fall in der Schlacht bleiben. Ich muss eigentlich auch ein bisschen was machen, weil wir sind sonst unterlegen. Wenn ich nichts mache, sind wir tatsächlich unterlegen. Danke. 157 Schaden durch eingelegte Lanze, na super. Ja, es ist gerade ein bisschen lost hier, die Schlacht. Wissen wir es eigentlich, wenn der jetzt besiegt wird? Wenn der besiegt wird, warte mal, hier können wir noch reingehen. Sind wir eher da? Ne, wir sind später da. Wenn der besiegt wird, ist der Feldzug nämlich vorbei und ich krieg direkt die XP. Ja. Direkt die XP bekommen. Aber nur 550, weil der Feldzug nicht ewig gedauert hat. Also ob das jetzt optimal war, ist die Frage. So, für besseren Handel sollte schon besser werden. So. Ah, 3000 Erfahrung fehlt nur noch. Das ist eigentlich nicht mehr viel. Dann haben wir 12. Wir brauchen alles auf 13. Das heißt, wir brauchen nur ein weiteres Level. Dann haben wir schon, dann können wir schon diese schöne Rüstung anlegen. Und die ersten zwei Handschalter schwingen. Na, das ist doch eine ziemlich gute Nachricht. Dorf war ich glaube ich auch noch nie. Manche Dörfer besucht man einfach nie. Die Aufgaben, die brauchen Rinder. 7 Rinder, ja, das ist eine schöne Aufgabe. Schön einfach. Können wir bei euch selber Rinder kaufen? Nee. Wäre auch zu witzig gewesen. Was mich frage ist, ob man den Rinder besorgen kann und dann direkt, sobald die Quest beendet ist, die Rinder den abkauft und die vor den Augen von denen schlachtet. Die brauchten aber, glaube ich, 6, oder? 7. Ist ein Stück mehr. Vielleicht noch welche? Ja. Endau. Ach, die haben Banditen. Hier wäre auch eine Granate wieder sofort hat. Ich muss mir Granaten zulegen. Unbedingt. Verschlechtern sich jetzt die Beziehungen. Dann müssen wir woanders die Rinder auftreiben. Faultes Rindfleisch. Die haben auch keine Rinder. Ah, da ist die andere Viehherde, okay. Perfekt. Achso, die müssen ja in die Stadt ziehen.
Hey, wo sind die Rinder? Die Rinder sind weg. Okay. Die sind doch schon mal verschwunden. Also, es kann natürlich sein, dass diese Rinder wirklich durch Banditen abgefangen werden können. Auch keine Rinder. Hallo? Dann gucken wir mal, ob wir einen Feind welche kaufen können. 5, sehr gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Und lieber ein paar mehr. Sicher, sicher. So. Und die bringen wir jetzt nach Plünge. Komm. Los, beeilt euch. Mitkommen. Sehr gut. Sehr gut. Und wir haben 400 Erfahrung bekommen. Okay, Banditen, nächste Quest. Die Viehherde stehen jetzt einfach nur hier. Ja. Schlachten. Mitternacht zu jagen. So Mitternacht. Muss ich jetzt Mitternacht ins Dorfzentrum gehen? Ah ja, wenn du das Dorf betrittst, siehst du eine Gruppe von Banditen, während sie die Tiere des Dorfes stehlen. Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt haben beide einmal geschossen. Und ich müsste jetzt schneller nachladen können. Steht sonst noch irgendwo einer? Nee. Mist. Oh oh, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem. Ui. Sehr gut. Und auch Erfahrungspunkte bekommen. Oh, wir haben Flachsbüll, wir haben ganz viel bekommen dafür. Hat sich gelohnt. So, die brauchen keine weiteren Aufgaben. Aber es ist echt mal ein bisschen Abwechslung, diese Mission zu erfüllen. Wenn wir einfach nur der großzügige und gütige Fürst sind, der hier den Bauern hilft. Können wir fast gar, das können wir für fast nichts hier verkaufen. In den Städten kriegt man tatsächlich ein bisschen mehr für das Rindfleisch. Ja. Dass ich auch ein Buch verkaufe. Gut, passt. So, dann können wir ja mal handeln und ein Buch zum Lesen auswählen. Damit wir irgendwann, wenn wir mal abwarten, dass wir das dann automatisch lesen. So, habt ihr irgendwelche Aufgaben? Nö. Irgendwelche Aufgaben. Habt ihr irgendwelche Aufgaben? Nö. Habt ihr irgendwelche Aufgaben? Nö.
keiner hat hier irgendwelche Aufgaben für mich. Weißenstein, das klingt nach Aufgabe. Nö. Tja. Aktuell keine Aufgaben. Die Bürger von Schweden sind rundum weg zufrieden. An der Stelle darf ich mich erneut verabschieden. Und wie immer natürlich bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit weiteren kleinen Missionen. Und dann sollten wir auch ganz schnell Stärke Level 12 erreichen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir 13 haben. Gucken wir uns mal an. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen.